Hey ho, meine Lieben, hier ist wieder euer M3D bei dem Geoprime-Mod. Und wir müssen jetzt gut aufpassen, denn, ja, wir haben Besuch bekommen vorhin. Und komm schon, ich brauche ein paar Hühner. Entschuldigung. Ich brauche was zum Essen. Jawohl, juhu, juhu. Komm, noch mal Vierlinge. Ich hab gehört, da ist nur so 0,25% Chance, dass Vierlinge entstehen. Und das ist schon extrem, ey. Geil, da haben wir viele. 3, 6, 7 Stück. Bald ist Schlachtungszeit. Yeah. Gut, egal. Wir brauchen jetzt erstmal noch eine Truhe, ne? Das ist ja klar, weil wir haben hier zu viele Sachen definitiv mitgenommen. Batsch. Zack, zack. Schönes Essen zurückmachen. Ich würde sagen, 2 nehmen wir mit. Das dürfte erstmal rein. Ja, nehmen wir 3 mit. Damit wir nicht so früh zurück müssen. Hier, die Schale können wir wegmachen. Steine haben wir dabei, alles dabei, was wir brauchen. Das machen wir noch weg, das machen wir noch weg. Holz machen wir auf jeden Fall auch noch weg. So, ich denke, das dürfte erstmal reichen. Ja, ein Schwert habe ich noch. Wunderbar, damit kommen wir klar. Irgendwann muss ich natürlich auch noch den Weg hier machen, aber das ist ja nicht so stressig. Ich finde es so geil, dass man bei denen so schön Gold farmen kann, ne? Eigentlich, versteht sich. So, müssen wir mal gucken hier. Schön ein bisschen ausleuchten. Vor allem da hinten müssen wir ausleuchten. Da ist ja so stockdunkel gewesen, ey. Gut, das hat hier im Never nichts zu heißen. Also, dass jetzt hier irgendwas spawnt oder so. Die spawnen ja auch im Licht, aber trotzdem wäre es besser. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich will die Lava da oben zu haben, ne? Kriege ich das irgendwie von hier aus hin? Ja, das wäre vielleicht sogar möglich. Kann ich reinfallen? Nö. Okay, warte mal. Nein, das reicht nicht. Moment, da graben wir uns gerade mal hin. Ja. So. So. Und so. Jetzt ist es zu, oder? Fast. Na komm. Na komm. Na komm. Nein, es reicht nicht. Okay, wartet. Jetzt aber. Jawohl. Das macht die Sache schon wieder viel, viel besser. Natürlich, die andere Lava stört auch noch, aber... Mein Gott, besser als gar nichts erstmal. Och nö. Oh, die Lava ist sehr gut weggegangen. Na, hör mal zu, das ist ja perfekt. So bin ich schon weitaus zufrieden, ne? Als vorher. Oh, der Gast rennt hier irgendwo rum. Das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Oh, das gefällt mir noch weniger. Oh. Und wieso habe ich schon wieder so viel Hunger? Das gibt's ja gar nicht, ey. Pilzsuppe taugt ja gar nichts. So, hier muss ich runter. Zack, 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 zack. Ach, halt die Schnauze, Schweini. Gib mal lieber Essen, Mann. War aber klar, dass man da nichts bekommt. So, der Gast, ist der hier irgendwo? Warte mal, hier mach ich mal eine Fackel hin. Das wäre auch schön und dann... Oh Gott. Ja. Oh, jawohl. Haha. Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich einfach nicht. Ah, ich habe eine Angel vergessen. Man hatte mir gesagt, dass man das mit einer Angel versuchen kann. Scheiße, den ranzuziehen. Das hätte ich gerne mal jetzt versucht, ey. Ich hab's vergessen. Ist ja klar, ich vergesse alles. Ist ja normal. Aber den kann man normalerweise auch so treffen, wenn man Pro-Gamer ist. Aber man muss halt Pro-Gamer sein. Da fängt's halt schon an, ne? Problem Nummer 1, Pro-Gaming. Oh, der ist ganz weit unten. Alter, dich krieg ich, Junge, dich krieg ich. Nein, der hat nur 10 Leben, nein. Ich hasse dich, du Miststück. Komm her, komm her. Direkter Nahkampf, was ist los, ey? Scheiße, der ist so nah dran. Ich sehe den gerade gar nicht mehr. Da, jetzt sehe ich ihn wieder. Der kommt runter, der kommt runter. Komm her, komm her, komm her. Nein. Er sieht mich nicht. Warte mal. Die Schnauze kommt runter. Och nee. Aber guck mal, der kann mich gar nicht treffen, wenn ich unter ihm bin. Ja, ja, komm. Komm, Junge, komm. Ah. Warum auch immer ich brenne. Warum brenne ich? Nein, warum brenne ich? Warum brenne ich? Bin ich in Lava drin gewesen? Ja, ne? Ah. Scheiße, Mann. Meine ganzen Sachen sind weg. Das ist irgendwie ein bisschen traurig. Mann, woran bin ich gestorben? Bin ich in Lava reingelaufen? Ich glaube, wenn man in Feuer reinläuft, dann brennt man ja nicht so lange. In Lava hingegen schon.
Aber das weiß ich nicht. Aber okay, man muss auch dazu sagen, ich habe echt sehr, sehr viel riskiert, nur um ihn halt zu kriegen. Und naja. Man muss ja nicht immer... Alter, auf. Oh Gott. Ich will rein. Kommt er? Nein, der ist weg. Okay. Ich bräuchte eigentlich mal Ersatzrüstung, die ich hier anziehen kann. Verdammt. Aber der Gas war fast tot, Mann. Ich hätte gerne noch die Träne von dem. Da kann man einen Trank brauen, habe ich halt gelesen. Womit man halt Lebensregeneration kriegt. Das wäre doch mal richtig geil. Aber gut, so weit ist unser Zeug jetzt auch nicht weg. Also wir kriegen es locker wieder, schätze ich mal. Müssen halt nur wieder ein bisschen aufpassen, ne? Der Holby ist so ein dummes Kind, ey. Wo bist du? Vor allem, wo sind meine Sachen? Und vor allem muss man hier alles... Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich einfach nicht. Du kannst mich mal. Du kannst mich mal. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Da unten müssen unsere Sachen sein. Wow, mein Gott. Dann ist der Typ wenigstens mal weg. Oh, jawohl. Da liegen sie, da liegen sie. Tralala, tralala. Juhu, juhu. Fackel, habe ich Fackeln aufgesammelt? Okay, das Gute ist, wir haben keinen Hunger mehr. Ne? Man muss es auch mal positiv betrachten. So. Komm, da ist noch mehr. Sehr geil. Hier noch der Kopf und die... Alter, wie der hier reinzieht, ist der Wahnsinn. Richtiger Scharfschütze, ey. So. Damit habe ich, glaube ich, auch wieder alles, ne? Ja, ja. Viel mehr hatte ich ja nicht dabei, oder? Ich glaube nicht. Mal ein bisschen ausleuchten hier. Man weiß ja nie. Und jetzt, meine Freunde, machen wir den Kerl mal fertig hier. Das ist ja unerhört. Der verträgt auch nur noch einen Schlag. Jawohl. Komm, Junge, komm! Ja, Mann! Sogar mit Erfolg, was denn los? Aber der hat keine Träne fallen gelassen. Ja, das ist natürlich bitter. Aber gut, wir haben wenigstens den Erfolg gekriegt, ne? Das ist doch schön. Der ist zwar beim nächsten Starten des Spiels eh wieder weg, komischerweise. Aber egal. Ist das bei euch auch so, dass ich Minecraft einfach keine Erfolge merken kann? Oh doch, eine Gasträne. Geil, 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 geil. Da kommt Freude auf. Und wir müssen jetzt mal gucken, dass wir hier das hinkriegen. Ich meine, wir haben ja hier noch die große Herausforderung. Hallo, Alter, hier brennt es ja sogar hier drin. Ja. Müssen wir hier stehen bleiben? Ja, genau. Das heißt, ich mache das jetzt einfach mal so. Dass ich das hier mit richtigem Stein auskleide, dann brennt es hier drin wenigstens nicht mehr. So. Wunderbar. Das sieht ja schon mal sehr gut aus, es wird. Boah, die Geräusche machen einen aber immer noch Angst, obwohl man eigentlich sicher ist, oder? So, zack, 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 zack. Hubala. Wollte ich jetzt eigentlich gar nicht machen, aber hey. Oh, was mache ich denn? So wollte ich es machen, genau. Jetzt müssen wir halt nur noch gucken, wie wir da den Weg ordentlich kriegen. Also diese ganze Ummauerung bei den Mistviechern. Erstmal dafür sorgen, dass hier nichts mehr brennen kann, ne? So, wie weit haben wir es jetzt hier gebaut? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das ist eigentlich super. Auch wenn ich gegen Asymmetrie bin, aber... Gegen Asymmetrie, weißt du? Das ist voll asozial. So. Genau, machen wir jetzt einfach hier noch so ein paar schöne Lichter hin. Dann haben wir es hier auch immer schön hell. Oh Gott. Also manchmal baue ich hier so eine Scheiße zusammen. Ohne Scheiß. Batsch, batsch. Sehr gut. Jetzt noch die Decke hier gerade mal fertig machen. So. Total easy. Sieht doch gut aus. Den gleichen Scheiß machen wir jetzt noch auf dieser Seite hier. Zack, zack, zack. Und dann sieht das hier schon wunderbar aus. Also hier war Feuer, hier war Feuer. Zumachen. Alter, hier ist so laut bei den Mistviechern. Das ist echt krank gemacht, ey. Wir hatten sich die Sounds einfallen lassen. So. Na gut, noch die Decke. Zack, zack, zack. Eigentlich ist das das Unwichtigste, was ich machen kann. Aber ich habe Schiss rauszugehen. Tja, ne? Weil wir müssen jetzt einiges riskieren, meine Lieben. Und zwar, das Risiko besteht aus Folgendem. Wir müssen jetzt nämlich da raus und müssen da oben die Umrandung hin machen. Dass wir eine Vorlage haben. Könnt ihr euch das vorstellen? Nein, ich mir auch nicht. So, okay, alles klar. Muss aber sein. Dann wollen wir mal erstmal was essen. So viel Zeit muss sein, ne? So. Om nom 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 nom. Lecker.
Und als nächstes esse ich die Holzschale. Ein schwarzes Skelett. Dich brauchen wir auch noch. Geil, komm her. Nein, ich habe diesen Totalschaden bekommen. Oh Gott. 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 Gut, hier kann man sich verstecken. Das ist gut. Oh ja, hier ist sogar. Oh, was war das gerade? Hier ist sogar sehr, sehr gut. Alter, hier ist scheiße, Mann. Hilfe. 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 Ja, das ist... Och, komm. Wir haben doch schon einen von dich getötet. Bist du seine Frau oder was? Ich hab die doch getroffen. Also in meinen Augen war das ein direkter Treffer, ganz ehrlich. Schnauze! Schnauze, Schnauze, Schnauze. Boah, wir sind hier nirgendwo mehr sicher, Freunde. Das kannst du vergessen, ey. Wie mache ich die Farm am besten? Ich hau erstmal den zu Stein. Oh, geil. Geil, geil, geil. Das will ich eigentlich haben. Alles klar, ich habe verstanden, was ich machen muss. Wartet mal. Ich mache hier gerade mal zu. Dass sie nicht hier reinkommen können. Ich habe zwar keine Ahnung, ob das jetzt was geholfen hat, aber... Okay, irgendwo können sie bestimmt noch rein, oder? So. Wir machen es jetzt einfach mal erstmal so, damit wir wirklich sicher sind. Oh, haltet die Schnauze da oben, ey. Und das lassen wir einfach so. Fertig, aus. Ich mache das ein bisschen anders, als der Typ gesagt hat, weil mir gefällt es besser, wenn die hier runterkommen und dann genau hier stehen. Dann sind auch diese Dinger hier. Also pass mal auf jetzt, ne? Wir haben hier Dreierbreite. Das heißt, hier werden die ja hinkommen, oder? Ja, genau, 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 genau. So werden sie hinkommen. Hier drauf. Das finde ich gut. Und wir machen jetzt einfach hier dieses Stein hin. Damit es halt erstmal ein bisschen schöner aussieht, ist ja klar. So. So. Ich meine, ihr hört es ja schon. Die kommen ja auch schon so wie bekloppt. So. Einfach nur jetzt mal untergraben hier. Damit die halt keine anderen Spawn-Chancen haben. So. Wunderbar. Jetzt wird das nämlich dann hier freigeräumt. Die Fackel kann eigentlich mal weg. Also, das wird freigeräumt. Die kommen dann von oben an. Das würde auf jeden Fall gehen. Kann ich mal hier wieder raus? Jawohl. Das geht sogar. Ohne, dass ich auf die Fresse kriege. So. Jetzt müssen wir, wie gesagt, nur noch von oben halt so eine Mauer entstehen lassen. Da muss ich jetzt mal alles riskieren, Freunde. Dann mach ich mal gerade eine Mauer hin. Hier ist die Mauer, die wir eigentlich brauchen. Ja. Okay, dann passt mal auf. Dann riskiere ich jetzt alles, nur für die Mission. Und ziehe da jetzt eine Mauer hoch. Okay. Eins, zwei, drei. Ah, komm weiter, komm weiter, komm, Master. Wow, 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 ha! Komm. Runter, runter, runter. Schnell weg hier. Alter, Alter, Alter. Das war Hardcore, ich gebe es zu, aber es hat geklappt auf jeden Fall. So, denn ab hier ist der Monster-Spawner. Das heißt, was heißt das jetzt auf gut Deutsch? Irgendwoher muss ich die Mauer ziehen, das steht fest. Da war hier die Mauer. Warte mal, wenn er... Warte mal, ich muss mir jetzt mal gerade mal sehen, wo ist der Spawn. Eins, zwei, drei... 1, 2, 3. Ja, dann muss hier die Mauer gemacht werden. Ach, scheiße. Aber okay, das ist eigentlich nichts Schlechtes. Wir sind auch gut dabei, meine Lieben. Und für diejenigen, die hier keine Übersicht mehr haben, keine Sorge. Ich habe auch keine mehr. Aber jetzt geht's ab. Jetzt geht die Party ab. Denn wir haben jetzt eine Grundmauer, auch wenn die jetzt falsch gesetzt war. Das ist im Endeffekt egal. So. Habe ich die nur so niedrig gebaut, die Mauer? Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Der Spawn ist hier. Eins. Hier ist eins zu niedrig gewesen, die Mauer. Aber okay, das macht jetzt erstmal nichts. Hauptsache, wir haben eine Mauer.
Das ist ja auch nur ein kleiner. Nee. Die ist viel höher geworden. Hier, guck mal hier. Tadellos, die Mauer ist perfekt. Die habe ich nur hier hingesetzt. Ja. Die ist gut, wartet. Wo habe ich sie hingesetzt, verdammt? Hier nicht. Ah, man hat noch nicht mehr gesehen. Durch den Glowstone. Jawohl. Alter, mach doch mal einen Block dahin. Oh Gott, komm schon. Nein. Ich hasse euch. Oh Gott, Alter. Wie komme ich da nicht dran? Das ist doch total unlogisch. Nein. Ich hätte einen goldenen Apfel mitnehmen sollen, ohne Witz. Ah, die Hölle auf Erden, ey. Wieso setzt er mir da keinen Block hin? Das macht gar keinen Sinn. Da müsste ich doch locker drankommen, jetzt mal ernsthaft. Jetzt. Oh Gott, ey. Ich alter hier gerade bei jeder Mauer um ein Jahr. Könnt ihr aber glauben. Oh mein Gott, ey. Warte mal, die Mauer ist falsch. Hier müssen wir weitermachen. Hier geht's weiter, oder? Boah. Halt die Schnauze, ey, geh weg. Geh weg. Hab ich ihn? Ja. Okay, ja, so macht das Sinn. Jawohl, so geht das doch. Keine Ahnung, wie hoch die Mauer jetzt wird. Ist auch scheißegal, ehrlich gesagt. Hauptsache, wir machen hier eine. So, wieder die nächste Öffnung machen. Oh, das war zu kurz gesetzt. Wartet. Jawohl, das ist doch schon viel besser. Ja. Okay, meine Freunde. Ich würde sagen, in der nächsten Folge schaffen wir es auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.